Dies hier ist die Vorstellung von dem Stratosphere Lithium, welches vor ca. 3 Wochen in den USA das erste Mal rausgekommen ist. Mit 800 Gramm wiegt es ca. nur 2/3 des Gewichts des eigentlichen Stratospheres und ist somit eins der leichtesten 2-Mann-Zelte, die man so bekommen kann. Das komplette Zelt besteht aus Cube Fiber und wird auch wie das normale Zelt mit 2 Stöcken aufgebaut. Der Innenraum ist kleiner als bei dem normalen Zelt und reicht für etwa 1 Person, wenn sie viel Platz hat, oder halt 2 Personen, aber eher eingeengt. Zum Beispiel eine Neo Air Thermarest würde dort nur 1 reinpassen und nicht für 2 Personen reichen. Es verfügt auch über 6 Heringe wie beim anderen Zelt und hat an jeder Ecke Anpassmöglichkeiten zum Straffen oder weniger Straffen vom Zelt. Aufgrund dieser Materialdünne kann man sehr gut durch das Zelt durchschauen und auch der Zeltstoff hängt an einigen Stellen sehr schwach runter. Die Heringe haben sich aber nicht geändert im Vergleich zu dem alten Zelt. Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht und werden auch nochmal durch einen extra Magneten verstärkt, dass sie nicht aufreißen oder kaputt gehen können. Alles in allem ist das Stratosphere Lithium ein sehr zuverlässiges und handliches Zelt, welches aber für $680 sehr teuer ist, aber hoffentlich in der Zukunft einen sehr guten Job tun wird. Und jetzt überzeugt euch selbst.